Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Das gewohnte Team wird Sie also auch am heutigen Tage wieder durch das Spiel begleiten. Sporting gegen Beşiktaş Istanbul. Spannende Sache, Wolf. Sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Schöne Aktion. Gesal. Starke Aktion. Er lässt den Verteidiger stehen. Sieht gefährlich aus. Pablo Sarabia. Da kann er ihn stoppen. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Er hat eine unglaubliche Ballbehandlung. Macht immer wieder Spaß, dem zuzusehen. Guter Vorstoß, kann was werden. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Das könnte gefährlich werden. Vorne jetzt die Balleroberung. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Oh, da ist er durch. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Pjanic. Das könnte was werden jetzt. Batshuayi. Klasse Timing hier. Gut dazwischen gegangen. Michy Batshuayi. Der Ball ist drin, der Treffer zählt. Ausgleich. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Palinha. Gonzalo Inácio. Fedal. Pablo Sarabia sehen wir da. Da ist der Ball jetzt weg. Batshuayi. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Michy Batshuayi, gut verteidigt. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Da muss er hin und holt sich den Ball. Domagoj wieder. Pjanic. Da wollen sie unbedingt im Ballbesitz bleiben. Batshuayi. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Schönes Zuspiel hier. Könnte jetzt was werden.
Kein Team hat bisher entscheidend die Nase vorn hier. Es steht zur Pause 1:1. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Palinha. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Jetzt ist die Kugel weg. Pjanic. Batshuayi. Super dazwischen gegangen. Er holt sich den Ball. Pablo Sarabia. Das könnte was werden. Schön durchgesetzt. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Pjanic. Gesal. Batshuayi. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Er ist weiter am Ball, Abwehr tut sich schwer. Könnte die Führung werden. Jetzt haben sie es, sie führen hier. Oh. 2-1, hier ist noch alles drin. Schön dazwischen gegangen. Batshuayi. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Yilmaz. Batshuayi. Super Einsatz! Da kann er ihn stoppen! Das ist natürlich ein guter Pass. Sie bekommen den Abstoß. Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Er ist richtig präsent heute. Viele und vor allem gute Ballaktionen. Eine davon war die Torvorlage gerade. Und jetzt gibt es Wechsel auf beiden Seiten. Batshuayi. Domagoj Vida. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Michy Batshuayi. Gute Aktion. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Aber dann verlieren sie den Ball. Keine Gefahr mehr. Gibt Einwurf.
Kopfballlinie. Da ist die Chance. Tor, 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 sie machen es doch noch. Ein tolles Spiel, wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Gesal. Hutchinson. Domagoj wieder. Immer noch unentschieden. Vielleicht jetzt spät nochmal die Chance. Yilmaz. Und klasse durchgesetzt. Gute Aktion. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Jetzt pfeift der Schiedsrichter ab. Unentschieden.